pünktlich zum Wochenende stressen wir uns mal so ein wenig mit Posenangeln, Alden. Schön, am besten direkt mit zwei Posen gleichzeitig, damit der Puls auch direkt in Wallung gerät und man schön einen nach dem anderen hier rausziehen kann. Zack, und der nächste geht rein. So soll es gehen hier. Ich stehe entspannt an der Tunguska und habe mir gedacht, komm, Alter, eine Matchroute alleine macht hier noch keinen Puls. Wir wollen Frequenz, wir wollen hier schön einen nach dem anderen rausziehen. Das muss einfach ballern. Ich stehe schon seit ein paar Minuten hier. Das ist bisher das Ergebnis. Prosopium war sogar mit dabei. Bodenrenken, Pelletmarine bisher, kleine sibirische Marine ab 800 Gramm Trophy, knapp drunter. Ja, bisher sieht es ganz gut aus. Ich habe anfangs mit recht kleinen Haken rumprobiert erstmal und bin jetzt deutlich größer dran gegangen. Und es macht schon einen ganz guten, ganz guten Eindruck. Und ich glaube, mit den etwas größeren Haken kommen auch, jawohl, die etwas größeren Brocken. Kleine Bodenränke, sehr gut. Gerne mehr davon. Gerne mehr davon. Große Bodenränke habe ich schon ganz lange auch als Trophy. Die suche ich gerade nicht unbedingt. Kleine Bodenränke wären auch gut. Prosopium selbstverständlich in groß wäre natürlich ein Traum. Diese ganzen seltenen Brocken hier, zack. Die wären doch mal richtig nice. Ich war vor einer guten Woche schon mal hier. Und es war so ganz okay, beziehungsweise vor einer guten Woche schon mal rumprobiert, auch an verschiedenen Spots. Ich bin dann das gesamte Gewässer weiter runtergelaufen, bis hinten hin zu den Bojen, alles durchgetestet. Falsche Route, verdorre ich. Ha, noch gehakt. Und jetzt die andere noch schnell. Zack. Auch noch gehakt. ja, da war es dann allerdings noch nicht ganz so geil. Muss ich einfach sagen, es war okay, aber noch nicht so richtig gut. Und jetzt im Moment habe ich wirklich den Eindruck, es läuft deutlich besser. Wobei ich mit den Größen auch immer noch nicht so ganz zufrieden bin. Also da kann deutlich mehr Brocken rein, deutlich dickere Fische könnten da rein. Wäre nicht so schlecht. Hier an der Stelle jetzt, wo ich stehe, hatte der Godspeed mich angeschrieben und meinte, Alden, probier doch mal. Hier habe ich gerade ganz gut gezogen, hatte mir da auch sein Kescherbild gepostet und so. Das sah alles ganz gut aus und daraufhin habe ich gedacht, komm, Alter, probier mal aus. Hoppala. Und zwar bin ich jetzt hier relativ fein wieder unterwegs, schöne Pelletmarine. Relativ fein wieder unterwegs von der Schnur. Wir gucken einfach mal schnell rein. Einfach mal hier mit Fluoro Only, 9,8 Kilo, 6er Haken, Eintagsfliege und Mistwurm. Ganz entspannt hier mit dieser ersten Kombi. Und die, da hätte ich schon anschlagen können. Ha, doch noch gehakt. Und die andere Route ist ähnlich aufgebaut. Allerdings eben hier, wie gesagt, einmal der 6er Haken drauf. Und hier, ah, bam, doch noch gehakt. Hier der Viererhaken drauf. Wobei ich sagen muss, beim Viererhaken ist es schon grenzwertig. Viererhaken neigt dazu, tatsächlich manche Fische auch regelrecht auszuschließen. Das heißt, es zubbelt da dran, es geht vielleicht so ein Regenbogenstint da dran und man versucht zu haken und es hakt natürlich nicht. Viel zu großer Haken in diesem Fall dann und das, ja, verhindert dann ab und zu halt mal den ein oder anderen Fisch. Gucken wir nochmal kurz rein hier. Hier ist das Set. Viererhaken groß, ähnlich zusammengebaut, Fluoro Only und gib ihm. Von der Entfernung bin ich ja immer jetzt hier so ungefähr drin. Ich habe keinen Clip verwendet. Es sind 10 bis 15 Meter, würde ich sagen. Der Godspeed, der den Spot auch genannt hat, der hat auch geschrieben, um die 15 Meter herum. Im deutlich näheren Bereich, sagen wir mal da, wo jetzt ungefähr das Auge ist, so in diesem Bereich war auch deutlich weniger Frequenz und tatsächlich weiter rausgeworfen, ging es auch wirklich besser. Also da hat man doch schon einen deutlichen Unterschied gemerkt. Von der Höhe bzw. von der Tiefe des Köders ist es so, dass ich gerade bei 1,40 und 1,30 unterwegs bin. Und ich angel halt immer nur hier vorne diesen Winkel ab, ne? So eine kleine Spanne sozusagen, wenn innerhalb von dieser Zeit nichts beißt, dann ziehe ich einfach wieder rein, so wie jetzt gerade. Zack, auswerfen, Schnur immer so ein bisschen nachspannen auch ruhig, damit da nicht zu viel Schnur auf dem Wasser ist. Und wenn man dann, zack, den Anschlag setzen will,
naja, da haben wir wieder den klassischen Fehlbiss, aber dass es dann auch deutlich besser hakt. Fürs Anhaken, da gab es tatsächlich aktuell nochmal eine Frage auch im Discord. Übrigens Link zum Discord unten drunter unterm Video, wenn ihr da Bock habt, einfach hinterher joinen. Jede Menge erfahrene Angler im Discord und da gibt es halt immer einen guten Austausch untereinander. Bäm, Bodenränke, Alter. Ja, wie gesagt, das mit dem Anschlagen bei den Posenangeln ist halt immer so ein Ding. Ich versuche, wie gesagt, nicht zu viel Schnur auf dem Wasser zu haben. Mach dann den Bügel wieder auf, stell runter. Ansonsten habe ich das, zack, bäm, Maximum eingestellt. Also 50er Einholgeschwindigkeit, halte, Shift gedrückt und kurbel bei diesen Fischen hier einfach nur ein. Und dann, hoppala, direkt die zweite nehmen. Zack, 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 zack. Nicht mehr gehakt. Und dann, sobald es auch wirklich hakt, ich spam halt die ganze Zeit die R-Taste, sobald es dann hakt, zack, auch die rechte Maustaste gedrückt. Zack und hoch, genau. Dass man die auch schnell halt, auch eine Barfu, Alter. Nicht schlecht, können wir mitnehmen. Und da geht's direkt weiter. Ja, aber so muss es sein, ne? Also von der Frequenz her perfekt, genau so soll es sein. Schön hier ein nach dem anderen. Und damit bin ich echt übelst zufrieden. Ich bin auch ganz zufrieden, dass es jetzt mit dieser größeren Hakengröße so gut funktioniert. Das passt schon alles. Welche Variationsmöglichkeiten haben wir? Man muss natürlich nicht mit dieser Köderkombi hier rangehen. Einfach variieren, Steinfliege mit dran machen, Borkenkäferlarve mit dran machen. Auch da ballern dann ab und zu mal eher die Baikalmarinen drauf oder so. Also das kann man schon gut einfach mal so ein bisschen ändern und variieren. Ich muss mal gerade eben für meinen inneren... So, ich muss mal eben hier die Posenfarben ändern. Ich habe die ganze Zeit schon zwei, dreimal mich vertan hier. Ich habe sonst in der Regel hier auf der grün die blaue und hier drauf die rote. Damit hat, ich meine, das ist auch hier die rote Route. So. Ja. Und auf der dritten theoretisch hätte ich dann die gelbe. Aber die dritte verwenden wir nicht. Das ist ja doch ein bisschen zu stressig. Wir haben jetzt Sonntagmorgen, Alten. Nicht zu viel Stress auf einmal. Ist ja wohl klar, oder? Oh, hoppala. Ey, ey, ey. Und die nächste auch noch. Hier, komm. Ah, nicht gehakt. Okay. Aber den hier. Heppa. Schön. Die Bodenränken. Ja, nehme ich gerne mit. Die liefen ja, als es losging mit dem Gewässer, als das Gewässer ganz neu war, liefen die ja hervorragend. Und wie gesagt, da hatte ich ja auch schon meinen Brocken gezogen zu der Zeit. Da konnte man übelst auch Silber mitmachen mit dem Fisch. Große Bodenränke. Ich weiß es ja nicht mehr. War da nicht schon hier irgendwie Don? Da ist er. 8,8 damals auf Eintagsfliege und Köcherfliegenlarve. Jo, vielleicht ballern wir das einfach gleich nochmal dran hier, wa? Ist doch mal eine Möglichkeit, einfach ein bisschen zu testen. Wie gesagt, auch die Borkenkäferlarve nicht vernachlässigen. Gerade auch für... Ah, Pelletmarine, Alter. Die fehlt mir auch noch, ey. Die fehlt mir auch noch. Vielleicht mache ich hier mal eine doppelte Wurmkombi. Ich glaube, Pelletmarine geht ganz gut auf den Wurm. Und hier ändern wir mal auf Borke oder sowas. Oder Köcher. Machen wir hier mal den Klassiker mit der Köcher noch. Wobei bei Köcher eben auch gerne die Forellen auch mit reinballern. Was ja nicht schlecht ist. Ne? Wir nehmen gerne auch alles mit. Gerne sämtliche Forellenarten und so. Bringt ja alles Kohlen. Schmeckt also. Ja, bisher 34 Fischis, passt, gewichtsmäßig, hier sind die maßigen, einige unmaßige noch mit dabei, das ist natürlich dann nicht so gut, aber bisher, wie gesagt, passt es ganz gut. Ich hatte anfangs übrigens getestet mit einem 8er Haken, dann nochmal mit einem 6er Haken und jetzt, wie gesagt, 6er Haken auf 4er Haken, die Größe, einfach um vielleicht ein paar kleinere Fische auszuschließen, aber wie gesagt, im Moment klappt's. Ich hatte vor Jahren, als das Gewässer, wie gesagt, neu war, hatte ich immer ein bisschen Probleme mit Viererhaken tatsächlich. Da war der Sechserhaken der deutlich bessere. Aber mittlerweile, muss ich sagen, ist es mit dem Viererhaken doch auch gut. Und man kann damit echt die guten Brocken rausziehen. Komm, 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 komm. Ah, schade. Hat schnell runtergezogen, aber ich war nicht schnell genug mit dem Anschlag. Zack, jetzt hier. Jawohl. Und hinterher.
auch noch gekriegt. Ist das gut, ey. Ich sage dir, mit drei Routen wird es schon zu stressig. Mit drei Routen wird es zu stressig. Kann man machen, kann man sich mal so eine halbe Stunde oder so antun. Oh, guck mal hier, 500 noch was. Aber irgendwie auf Dauer, ich weiß es nicht. Brauche ich das nicht, ey. Ich würde sagen, wir machen mal eben voll hier noch knapp 5 Minuten. Ziehen wir einfach nochmal eben durch, dass wir so einen ungefähren Überblick haben. Prosopium, noch mehr Prosopium wäre nicht schlecht, ne? Weißt du was, wir gucken noch schnell in die wöchentlichen Rekorde. Wöchentlichen Rekorde, vielleicht sogar in Deutschland. Und dann gucken wir mal eben nach Prosopium. So, da ist es doch. Prosopium, Mistwurm, Eintagsfliege tatsächlich. Eintagsfliege ist tatsächlich und einfach nur Mistwurm. Und okay, wir brauchen den Mistwurm offensichtlich. Hilft alles nichts. Wobei ist ja hier dran. Mistwurm und Regenwurm. Vielleicht ballert er ja hier drauf, das Prosopium. Ich würde sagen, wir gucken gleich einfach mal nach, ob sich das hier überhaupt gelohnt hat. So eine halbe Stunde ziehen wir einfach nochmal hier durch. Tagsüber ist es halt immer schön, wenn man sowas machen kann. Nachts dann vielleicht auf Ostbrasse gehen. Oder vielleicht einfach auf die Amurwelse. Kann man ja auch mal ganz gut machen. Und dann gucken wir mal, wie das Ergebnis ist. Wie gesagt, hier anfangs war es noch mit einer Route und mit kleinen Haken. Da sind bestimmt ein paar kleinere Viecher dabei, die jetzt noch nicht ganz so die Kohle bringen. Aber in Gänze so ein Durchschnittswert, das kriegen wir doch bestimmt hin. Eine halbe Stunde Doppelmatch. So, ich musste einfach noch ein bisschen die Abendstunden ausnutzen. Es kam einfach zu viele Brocken mit rein. Und ich habe mir gedacht, komm, Alter, wenn du jetzt genau, wo die Abendstunden noch sind und wo es dann in der Regel nochmal richtig abgeht, wenn du jetzt aufhörst, ist doch schlecht. Also, weitergemacht, noch ein paar schöne Brocken gezogen. Wir sind jetzt hier in Gänze bei immerhin 180 Silber. Da geht noch ein bisschen mehr. Da geht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Ich sortiere mal eben nach Preisen. Genau, die größten Brocken tatsächlich hier, die Bodenränken. 4 Kilo Bereich ist doch schon mal gar nicht so schlecht, auch preislich gar nicht verkehrt. Pelletmarine über 2 Kilo schmeckt natürlich auch richtig. Den Brocken, den suche ich auch noch oder auch schon sehr lange. Ja, im Großen und Ganzen schmeckt das Ganze. Was ist der Vorteil? Man kann natürlich gleichzeitig schön Posen-Skills nach oben pushen und eben nebenbei noch ein bisschen Kohle machen. Also passt das. 35, 40 Minuten, ja, kann man sagen, passt. 180 Silber gemacht, kann man auch machen. Wenn man von vornherein direkt mit 2 Routen hier rangeht in der Zeit, kommt man da bestimmt auf einen höheren Kurs. Und wenn du richtig agil bist, dann nimmst du direkt 3 Routen gleichzeitig und dann ballert das auch so richtig wild rein. Petri, ihr Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, gerne den Kanal abonnieren und einen Daumen da lassen fürs Video. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags, immer um 19 Uhr. Bis dahin.